Hey Leute, willkommen zu unserem Follow-up-Video für die VFox HomeLab Challenge zum Luftdruck. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede, schaut euch erst bitte die Challenge dazu an und dann eben dieses Follow-up-Video. Bevor ich mit euch über das Experiment zum Luftdruck rede, würde ich gerne zwei Leute erwähnen. Der erste ist Giovanni Organtini von der Uni Rom. Der macht nämlich gerade auf Italienisch nach unserem Vorbild auch eine HomeLab-Challenge. Also jeder, der irgendwie Italienisch spricht, da interessiert dran ist, kann da gerne reingucken. Da gibt es jetzt entsprechend eine Card bzw. in der Beschreibung einen Link. Der andere ist Holger Jessen-Thiessen, der uns vor 2 Jahren über Twitter auf die Idee zu diesem Experiment gebracht hat. So, damit kommen wir aber jetzt wirklich zum Experiment. Und zwar war die Frage, wenn wir einen Apfel erst auf eine kleine Fläche legen und das dann vergleichen damit, dass wir den Apfel auf eine größere Fläche legen, ob der Luftdruck in der Tüte dabei dann größer wird, kleiner wird oder gleich bleibt. Und der Luftdruck, den wir bei der kleinen Fläche hatten, der war auch schon im Video zu sehen. Der war 1026,4 Hektopascal ungefähr. Nachkommastellen schwanken natürlich durchaus ein bisschen, aber so genau können wir es eh nicht machen, wie wir auch nachher sehen werden. Bei der größeren Fläche habe ich natürlich bewusst im Video weggeschnitten, bevor man den Wert sehen konnte, denn ja, man soll es ja schließlich auch zu Hause ausprobieren und ein bisschen raten können. Hier sieht man jetzt das gesamte Video. In dem Fall kamen wir am Ende auf 1026,2 Hektopascal. So, das sieht jetzt erstmal aus wie eine sehr kleine relative Änderung. Man muss aber natürlich berücksichtigen, dass an dem Tag allein schon als Umgebungsdruck 1024 Hektopascal ungefähr angezeigt wurden. Das heißt, wir haben schon eine Änderung von so 2,2 Hektopascal zu 2,4 Hektopascal, also durchaus wesentlich. Theoretisch sollte der Unterschied aber noch, oder der relative Unterschied noch wesentlich deutlicher ausfallen, werden wir gleich sehen. Was dahinter steckt, also erstmal die Beobachtung, ja, bei der größeren Pappe wurde der Luftdruck tatsächlich kleiner. Was dahinter steckt, ist, dass der Druck letztendlich der Kraft pro Fläche entspricht. Also A ist die Fläche. Die Fläche ist, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl sagen, wenn man es nur drauflegt und mal dran schneidet, fast, also mehr als doppelt so viel bei der größeren Fläche. Die Kraft ist dieselbe, also würden wir eigentlich sogar fast erwarten, dass der Luftdruck sich sogar halbiert. Sehen wir in der Praxis nicht. Liegt einfach daran, dass wir das nicht so genau messen können und dass die Tüte nicht ideal ist. Werde ich gleich im Detail ausführen. Ein wichtiges Detail noch, wenn man es wirklich exakt ausrechnen möchte. Diese Kraft hier oben entspricht, hängt natürlich ab von der Masse des Apfels. Den habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gewogen. Also ich werde gleich, wie gesagt, schon dreimal angesprochen. Ich werde ja gleich erklären, warum wir das so nicht so genau hinkriegen mit diesem Experiment. Aber eigentlich wäre es die Masse mal die Beschleunigung, das ist die Erdbeschleunigung, also das hier sind die 9,81 Meter pro Quadratsekunde, die begegnen uns immer wieder, auf dem Mond sieht das alles ein bisschen anders aus. Pro Fläche, das wäre zum Beispiel Seitenlänge A mal Seitenlänge B, das wäre halt der Luftdruck, den wir erwarten würden. Und die Masse vom Apfel ist gleich geblieben, ich habe nicht ein Stück rausgebissen zwischen den beiden Versuchen. Die Erdbeschleunigung ist gleich geblieben, da ist jetzt nicht irgendwas Seltsames mit der Erde passiert, aber ich habe halt die Seitenlängen unserer Fläche halt variiert. So, jetzt ist die Frage, warum kommt das eigentlich nicht exakt aus? Ja, ich habe extra in dem Experiment nur danach gefragt, wird es größer, kleiner oder bleibt es gleich? Und nicht danach, welchen Luftdruck misst man genau, weil das geht mit dem Experiment nicht gut. Und das liegt gar nicht mal an dem Sensor unseres Handys, sondern eigentlich an der Tüte. Würde man das Experiment mit einem Kolben machen, das heißt, man hat im Grunde, sag ich mal, so ein längliches Gefäß. Hier unten drin misst man den Luftdruck, da machen wir auch so ein bisschen den Boden rein. Das heißt, hier drin messen wir den Luftdruck und oben drauf ist einfach so ein schiebbarer Stopfen, der natürlich luftdicht sein sollte. Ja, so, hier oben drauf ist ein Ding. Das kann sich hin und her bewegen. Die Luft bleibt aber da drin, wird entsprechend komprimiert, wenn wir es drauflegen. Und hier würden wir jetzt unseren Apfel drauflegen. Ja, das soll ein Apfel sein. Oh, geht, kann man erkennen. Ne? Dann würde das eigentlich sehr wahrscheinlich sehr genau auskommen. Ich habe keine solche Apparatur da, kann ich nicht testen. Ich kann aber ziemlich genau erklären, was das Problem mit der Tüte ist, weil bei der Tüte ist es so, wenn man sich die Oberfläche anschaut, also ich habe hier gerade die Tüte auch da, ja, also wenn die aufgeblasen ist, haben wir so eine gewölbte Fläche. Ja. Das heißt also, unsere Tüte ist etwas idealisiert gezeichnet, machen wir hier mal Vorderseite, oh, das geht auch, ne? So ein bisschen ausgewölbt. Und wenn wir jetzt hier drauf unsere Fläche legen, dann sieht man dann im Detail, jetzt versuchen wir mal so einen Zoom darzustellen, ne? Also wir haben jetzt hier diesen Querschnitt, zack, dann ist unsere Tüte so leicht gewölbt und wenn wir da jetzt unsere flache Fläche drauf legen und hier drauf kommt wieder unser Apfel, haben wir das Problem, dass die tatsächliche Fläche
nicht die Fläche von unserer Pappe ist, sondern tatsächlich haben wir entweder, wenn die Tüte sehr stark aufgeblasen ist und so rumgewölbt ist, haben wir hier so ein bisschen Abstand und die tatsächliche Fläche ist einfach ein bisschen kleiner. Ja, dann wird der Druck etwas höher sein, das ist, wenn die Tüte sehr stark aufgeblasen war. Man kann sich aber auch entsprechend vorstellen, dass die Tüte nicht ganz so stark aufgeblasen war und ich glaube, bei uns war es auch gar nicht so stark aufgeblasen. Das ist gar nicht so einfach, wenn es mit Strohhalm kann man gut dick aufblasen, aber in der Praxis ist es halt eher so, wenn man den Apfel drauflegt, dann wölbt sich das Ganze ein bisschen ein. Das heißt, was man dann stattdessen sieht, ist eine Situation, die ungefähr so aussieht. Hier ist unsere Fläche, also das soll unsere Pappe sein und die Tüte ist darunter flach und dann so ein bisschen eingewölbt. Ja, also das ist jetzt wirklich eine Riesentüte, soll das jetzt darstellen. Ja, und das ist auf der Oberseite, wird jetzt unser Apfel draufgelegt und das Ding biegt sich dann ein bisschen rein. Und was wir dann bekommen, sind Oberflächenspannungen. Das heißt, die Tüte, also die Seite der Tüte, hilft mit dabei, das Ding nach oben zu ziehen. Und das ändert auch nochmal den Luftdruck enorm. Man kann es sich vorstellen als eine effektiv größere Auflagefläche. Man kann auch damit argumentieren, dass hier zusätzliche Gegenkräfte auftreten, die letztendlich über den Luftdruck hier drüben erzeugt werden. Das heißt, dadurch kann man es eben virtuell als größere Fläche auch bezeichnen. Unterm Strich jedenfalls ist das Problem die Tüte, die halt viel zu viel nachgibt, die keine gerade wohl definierte Oberfläche hat, selbst wenn wir so eine Pappe drauflegen. Und wenn man es wirklich exakt messen wollen würde, müsste man aufpassen, dass man einen guten Referenzdruck ohne Apfel erstmal bestimmt, dass man die Tüte so oft bläst, dass die eine möglichst ebene Fläche hat. Vermutlich würde eine wesentlich größere Tüte da auch ganz gut helfen, um eine einheitliche Referenzfläche zu bekommen. Und dann müsste das ganze Experiment entsprechend sorgfältiger gemacht werden. Ist erstmal nicht nötig, um einfach nur diesen Zusammenhang festzustellen. Also was wir heute gelernt haben, ist mit zunehmender Kraft auf unserer Fläche, also mit schwererem Apfel bei gleicher Erdbeschleunigung, nimmt der Druck in der Tüte zu. Und mit zunehmender Fläche, auf der wir diese Kraft verteilen, nimmt der Druck wiederum ab. Und ich glaube, viel mehr gibt es in diesem Follow-up gar nicht zu erklären. Morgen folgt die nächste Challenge. Ich hoffe, da sind wieder einige von euch dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen.